Sagen Sie mal, geht's Ihnen genau wie mir? Sie wurschteln das ganze Jahr, ganze Frühjahr im Garten rum, damit da was wächst, damit Sie was zu essen haben, damit es lecker schmeckt. Und dann kommt die Urlaubszeit. Und man würde am liebsten sich im Garten ein Zelt aufstellen und zugucken, wie die Pflanzen wachsen. Und stattdessen der ganz normale Selbstversorgerwahnsinn, Teil 78. Dranbleiben, ich erzähle Ihnen was von den Problematiken und von den Seelenqualen eines Möchtegern-Selbstversorgers in der Urlaubszeit. Und das sind Seelenqualen, das kann ich Ihnen mal von erzählen. Auf der einen Seite will man ja die Familie nicht vom Kopf stoßen. Die will weg, verständlich. Kann mir auch mal ab und zu mal nicht schaden. Und auf der anderen Seite weiß man, dass da draußen die ganze Arbeit irgendwann für die Katz war. Wie sich das in diesem Jahr dargestellt hat, ich zeige es Ihnen in diesem Video. Kleines Tomatchen essen wird. Und Sie gucken sich das ganze Spiel an. Und dann sehen wir uns wieder. Dann habe ich eine Reihe Erbsen. Die hat mir mal jemand zugeschickt. Wie aus Holland. Die haben eine ganze Zeit lang bei mir in der Saatgutkiste gelegen. In diesem Jahr habe ich die mal benutzt. Eine schöne Reihe Chinakohl. Alle erntereif. Tolle Kultur. Erstaunlicherweise jetzt auch im Frühjahr. Habe ich ja schon mal gemacht. Deswegen, weil es funktioniert hat, habe ich in diesem Jahr wieder gemacht. Klappt toll. Drei Reihen von dem Mini-Mais. Man, jetzt sieht das ja schon wesentlich besser aus, als wie so klein waren. Also das fällt gar nicht mehr so auf, dass da eine ganze Reihe nicht gekeimt sind, was? Ach, alles schön grün. Auch da muss ich demnächst mal wieder mit der Hacke durch. Wobei, gehackt habe ich in diesem Jahr in einer Menge. Ich habe mehr gehackt in diesem Jahr, als in den letzten 5 Jahren zusammen. Das ist eine Reihe Sonnenhut, glaube ich. Das auch. Die fangen jetzt alle schön an zu blühen. Und dazwischen eine Reihe Einlegegurken. Und hier vorne... Ja, eine sichere Bank, kann man nichts falsch machen. Mangold. Wassermelonen fangen so langsam an zu wachsen. Die Kürbisse daneben an. Ja. Also an Kürbis kann man auch nichts falsch machen. Also wenn es irgendwas gibt, was ich mir wie einen Garten vorstelle, dann ist das meine Definition von Garten. Das ist wie, irgendwie, man könnte das irgendwie mit einem Künstler, mit einem Maler vergleichen. Ich fange im Frühjahr mit einer komplett leeren Leinwand an und kann die nach meinem Gutdünken bemalen. Ich bemale eben meinen Garten. Und warten Sie noch mal ein paar Tage ab, wenn das alles, wenn die allermeisten Blumen, wenn die anfangen zu blühen. Ich sag Ihnen, da vergessen Sie die ganze Unkrauthackerei. Noch eine Reihe Blumen und hier waren da hinten grüne Bohnen vorgezogen. Hier hatte ich die Reihe mit den gelben Bohnen. Die hatte ich auch noch mal parallel vorgezogen, weil ich das schon geahnt hatte, dass das nicht funktioniert. Knollensellerie und überall so Ecken, wo ich zu wenig Pflanzen hatte. Wieder hinten habe ich irgendwas hingestellt, was ich gerade noch hatte. Da sind zum Beispiel Zwiebeln. Das sieht doch schon mal wesentlich besser aus hier. Ist das kein Anblick hier? Zwei Reihen Tagetes, Spargelsalat. Hier vorne habe ich gerade Zuckerhut gepflanzt, rote Beete. Und selbst die Reihe mit dem Chicorée. Der hat sich doch super gemacht. Ich bin begeistert. Man muss eben Durchhaltevermögen haben. Ich habe letztens ein Interview gehabt mit irgendeiner Zeitung, glaube ich. Und da hieß es, welche Voraussetzungen muss man mitbringen, wenn man einen Garten bewirtschaften will. Wie gesagt, Leidensbereitschaft. Leidensbereitschaft, genau. Wenn sie planen und planen und wollen Stangenboden haben und die Dinger, verdammt nochmal, keimen einfach nicht. Einige wenige
Wurzelpetersilie. Dazwischen habe ich wieder Zuckerhut gepflanzt und hinten Pastinaken. Ich kann Ihnen sagen, was meinen Sie, wie viele Stunden ich hier auf der Erde verbracht habe, um hier Unkraut zu hacken? Dass das ungefähr so aussieht wie jetzt. Von den zwei Reihen Möhren sind große Stücke nicht gekeimt. Da habe ich jetzt Dill hingestreut und da hinten Portulak. Und da habe ich mal versucht, ein paar Möhren umzupflanzen. Aber das hat nicht funktioniert. Na gut, war auch nicht anders zu erwarten. Hier. Muss ich auch mal wieder durchgehen und hacken. Aber zumindest die paar, die hier wachsen, da bin ich doch mit zufrieden. Eine Reihe, da geht es wieder. Und, klar, mein Zwiebelbeet, das habe ich Ihnen gezeigt. Wenn im einen Jahr funktioniert, funktioniert im anderen Jahr nicht. Wahrscheinlich habe ich im nächsten Jahr wieder keine Zwiebeln und dafür habe ich dann irgendwann mal Stangenbohnen. Dann haben wir, wie gesagt, Knoblauch, eine Reihe eigene Kartoffeln, also selbst gezüchtete, meine eigene Sorte. Und dann kommen Kartoffeln. Ein super Bestand bis jetzt. 7, 8 Kartoffelkäfer habe ich gefunden. Aber das war's. Haben die Kinder die nicht toll angehäufelt. Eine Reihe Blumen zwischendurch. Und die ganz frühen Kartoffeln hier, die müsste ich eigentlich schon fast die ersten ernten können. Da können ruhig schlechte Zeiten kommen. Kartoffeln genug. Dann die frisch gemähte Ecke mit der Gründüngung. Und jetzt kommen wir hinten zum Kohl. Haben Sie vielleicht schon ein bisschen von mitbekommen. Ich war ja schon mal da, mehrfach. Alles Kohlpflanzen. Blumenkohl, Rosenkohl, Romanesco, Brokkoli, Weißkohl. Alles dabei, was der Mensch sich wünscht. Und man kann auch prima sehen, wie die Pflanzen die Netze hochheben und die Gründüngung darunter, also dieses Zeug, das Unkraut überhaupt nicht mehr stört. Aber ich sehe gerade, ich muss mal wieder mit dem Rasentrimmer dazwischen arbeiten. Klappt prima dieses Jahr. Dann habe ich zwei von diesen Freilandtomaten, die wo hinten kein Platz mehr war, habe ich einfach zwischen die Johannisbeeren gepappt. Ungefähr gleicher Zeitraum. Die sind also wesentlich weiter zurück. Und wobei die nur eintriebig hier wachsen sollen. Wo die jetzt herkommen, ist mir unklar. Ich habe sie nie in den Garten verfrachtet. Hoffentlich ist das nicht dieser Mohn, der verboten ist, oben in der Infobox. Und dann haben wir hier noch ein Beet, was sich zum Kräuterbeet entwickelt. Perlzwiebeln, da hinten ist Rosmarin, Majoran, Thymian, Estragon, Salbei und da versuche ich Petersilie irgendwie ans Wachsen zu kriegen. Sie werden es ja irgendwann in einem Video über Petersilie von mir erleben. So, und jetzt gehen wir rüber ins Gewächshaus. Ich will ja Ihnen nicht alles zeigen, es geht nur um das. Diese einjährigen Sachen hier, also diese Bäume und dergleichen. Machen wir ein andermal. Weil auch hier sieht sehr positiv aus. Also, meistenteils wenigstens. Auf dem ersten Beet hat Rettich gestanden, abgeerntet. Paprika. Verschiedene Sorten. Sieht auch ganz gut aus. So, weiter geht's. Eine andere Sorte, über die habe ich schon mal ein Video gemacht. In dem es darum ging, ob es Sinn macht, Pflanzen sehr früh vorzuziehen. Oben in der Infobox. Dann habe ich Bratpaprika. Eine sichere Sache. Kann man nichts dran falsch machen. Auch ein Video, entweder in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Tolle Kultur. Dicke Bohnen sind abgeerntet. Da habe ich jetzt irgendein italienisches Gemüse drauf gepflanzt hier, was ich mir aus Italien mitgebracht habe. Sie werden es ja in den
kommenden Videos sehen. Zum Vergleich, drei Einweggurken. Da kommen noch so viele. Da brauche ich nicht die ersten paar Gurken hier zu nehmen. Ich pflück die nur ab, damit die weiter Früchte produzieren. Also da lohnt sich kein Glas für einzumachen hier. Komm Freunde, mögt ihr Gurken? Da, probiert mal. Ich sage Ihnen, die lechzen immer nach Grünzeug. Immer wenn ich komme hier, springen die im Dreieck. So, die andere Seite ist voll mit Tomaten. Alles verschiedene Sorten, die auch noch alle sehr gesund sind und positiv aussehen. Und weil ich in diesem Tunnel, der ja nun so eine Wölbung hat, nur die beiden, also sind immer drei Pflanzen pro Reihe, weil ich nur zwei davon an Schnüren aufhängen kann, gut zu sehen, habe ich für die Hintern an den Stangen so ein Gestell gebaut. Dann will ich die jetzt so entlang leiten und zwischendurch überall Blumen, Strohblumen. Da ist eine wild aufgegangene Dahlie. Da hinten haben wir Kapuzinerkresse. Und noch mehr Strohblumen. Die andere Seite ist voll mit. Da geht es da hinten. Das ist wirklich eine sehr einfache Art, irgendwas Grünes zu produzieren. Ah, ist das herrlich hier. So, und dann haben wir noch hier vorne eine Zucchini im Folientunnel. Da ernte ich auch schon reichlich von. Eine veredelte Gurke. Und da, was da so entlang wächst, nicht veredelt. Und das gleiche auf der Seite, die lasse ich so an der Stange da hochwachsen. Aber wenn das solche Hungerleider sind, kriegen sie noch einen überständigen Salat. Jo, kommt! Vielleicht schmeckt euch das besser hier. Die jetzt die Gurken gefressen oder nicht? So. Ich sehe keine mehr. So. Kaffee trinken. Schluss mit lustig. Kurz vor den Sommerferien. Ich gucke mir meinen Garten noch ein letztes Mal an, bevor der jetzt den Bach runtergeht. Wir machen noch einen kleinen Erntrundgang. Und zwar fange ich beim Chinakohl an. Was haben wir denn da? Wirklich eine gnadenlos einfache Kultur. Kann man definitiv nichts bei falsch machen. Selbst die Viecher machen denen nichts aus. Irgendwie hat sich immer eine oder zwei da drin verkrochen. Aber dadurch, da ist schon wieder eine, die sitzen da drin wie die Made im Speck. Aber dadurch, dass das Jahr bisher so trocken war,
Super Sache. So, jetzt stehen hier noch rund 15 solcher Dinger rum, die niemand haben will. Alle fahren weg. Niemand will sie haben. Landwirt möchte ja nicht sein. Nächste Ernte. Was ebenso sehr gut gelaufen ist in diesem Jahr, hier Romana-Salat. Hatte ich bisher nie auf dem Schirm, hier Romana-Salat. Habe ich im Frühjahr ein Päckchen von, so ein Schälchen von besorgt. Tolle Geschichte. Super gewachsen, schmeckt lecker. So, weiter. Ich guck mal, wie weit der Knoblauch ist. Weil der ist ja im Frühjahr gesteckt worden. Dann sind die natürlich nicht so weit, wie die, die im Herbst in die Erde gekommen sind. Ja, kann noch was wachsen. Aber wenn ich dazu sehe, wenn es nicht bald regnet, das spielt doch keine Rolle, ob ich hier Zeit für den Garten habe oder nicht, weil das kann man gar nicht alles bewässern. Ich laufe schon immer jeden Tag mit der Kanne hier rum und im Schlauch. Und wenn es nicht bald regnet, ist sowieso alles. Trikatz. Und auch aus dem Gewächshaus lässt sich noch so allerhand holen. Jetzt, wo die schöne Zeit anfängt, da hat sich die Familie in den Kopf gesetzt, 10 Tage wegzufahren. Also jetzt brauchen Sie nicht zu denken, oh, der ist nicht zu Hause. Da fahre ich jetzt mal gucken. Das ist keine Live-Sendung, ja. Wenn Sie das sehen, bin ich längst wieder hier. Aber was wollte ich sagen? Es ist in jedem Jahr derselbe Graus. Die Tomaten fangen an zu reifen. Die Gurken kommen. Ich könnte hier ein so schön friedliches Leben haben. Mit leckerer, gesunder Nahrung. Ich kann Ihnen sagen, was hadere ich schon seit Wochen damit. Seit Wochen damit. Aber nun gut, es vergessen wir das. Das wird jeder kennen, der irgendwie den Gartenfieber gepackt hat. Jetzt mache ich noch ein paar Aufnahmen, wie das jetzt aussieht. Und dann die nächsten Aufnahmen, entweder in diesem oder im nächsten Video, die zeigen dann, wie groß der Unterschied in den 10 Tagen ist. So, das werde ich noch los. Was jetzt nicht weg ist, Pech habt. Lecker, lecker. Ich habe doch keine Bilder mehr gemacht. Ich wollte Ihnen das Dilemma auch gar nicht zeigen. 10 Tage, 11 Tage weg, können Sie im Sommer nicht machen. Also es ist nicht aufzuholen. Nicht aufzuholen. Anderes Thema. Gucken Sie mal, das ist nur das Kohlfeld. Ich brauche jetzt 2 Wochen, um das halbwegs wieder zurechtzubiegen. Mal ganz abgesehen von all den Sachen, die wo der Erntezeitpunkt überschritten war, wie Erbsen zum Beispiel. Irgendwo hier drin verbirgt sich mein Kohl. Das müsste jetzt Rosenkohl sein und Wirsing. Und Rotkohl. Können Sie den überhaupt noch erkennen hier? Au weia. Ich muss ehrlich sagen, Urlaubszeit ist für den Hobbygärtner und Selbstversorger die schlimmste Zeit. So, ich habe das Gröbste jetzt mal rausgemacht. Die stehen schon so eng, ich komme da mit der Motorsense nicht mehr rein. Aber Sie können daran erkennen, wohin der Zug fährt. Es geht ja um den Lebensmulch. Und wenn ich das ganze Zeug, was hier so rumliegt, jetzt betrachte, dann habe ich das Beet super gemulcht. Da brauche ich nichts von außerhalb. Ich kann das einfach so liegen lassen. So mein Kalkül. Aber wissen Sie was? Ich sollte wahrlich nicht so viel moppern. Jetzt werfen Sie doch mal einen Blick drauf. Ich habe jetzt hier 3 Stunden lang gesenzt und Unkraut gehackt und Schnecken eingesammelt. Sieht das nicht prima aus? Ich sage ja, ich sollte nicht so viel
moppern. Ich nehme sie mal mit. Brokkoli. Alle Pflanzen haben überlebt. Und alle Pflanzen haben jetzt noch mal eine ordentliche Portion Wasser bekommen. Und das sollte jetzt ausreichen. Ist das kein Anblick? Ich verspreche, ich werde nie wieder moppern. Hallo, fast nie wieder. Blumenkohl, Wirsing, Rosenkohl. Da stört mich auch die Panik, wo irgendwelche Kohlweißlinge doch drunter waren. Nein, ich mopper nicht. Hier zwischen zwei Reihen Romanesco und hier Sprossenkohl. Ein ganzes Feld voll Kohl. Und ich denke mal, also für diese Kulturen, für Kohl, ist das mit dieser Mulchschicht eine tolle Sache. Ich wage allerdings zu bezweifeln, wenn ich im nächsten Jahr da Möhren sehen will, da muss ich hacken. Da muss ich wirklich nichts zu sagen. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Also ich bin wirklich begeistert. Ich hatte die Kultur ja im letzten Jahr schon, Jaroma-Kohl. Das müssen Sie sich angucken hier. Dicke Dinger, jede Menge davon. Mein Gott, fast zu schade, um sie zu ernten. Ich nehme mal einen kleinen raus, weil der ist hier von oben ein bisschen angefressen. Übrigens, erstaunlicherweise ist hier bei dem Jaroma-Kohl, bei dem Weißkohl, sind die allermeisten Schnecken. Also Brokkoli und die anderen ist nicht so schlimm. Und das ist erst der erste. Nein, ich werde nie wieder moppern. Gut, anderes Thema. Werfen wir mal einen Blick auf die Einlegegurken. Da habe ich nämlich hier doch recht viele, damit ich mal wieder einen Haufen Gläser einlegen kann. Und dann brauche ich vielleicht ein oder zwei Jahre nichts mehr anzubauen davon. Was wollte ich sagen? Auch eine Kultur, die so ein paar Tage Urlaub nicht gut verträgt. Also die ersten, weil ich konnte sie ja nicht wässern, ist klar. Und die erste Schüssel, die ich davon geerntet habe, die waren relativ groß, aber sehr, ja, also schon fast verschrumpelt. Man konnte sehen, dass die zu wenig Wasser hatten. Jetzt habe ich denen vor ein paar Tagen mal eine Viertelstunde Wasser hier drauf gehalten. Und jetzt gehen wir mal nachgucken, wie da aussieht. Weil ich will ja die kleinen Gürkchen haben und nicht diese riesen Dinger. Ja, das ist schon fast wieder zu groß hier. Habe ich scheinbar übersehen. Oder sind so schnell gewachsen. Die stehen hier auf einer Mulchfolie oben in der Infobox. Oh, so weit wollte ich eigentlich gar nicht haben hier. Das ist so ungefähr die Größe, mit der ich gerade noch leben möchte. Aber besser wären so diese hier. Die schmecken einfach besser. So, das war's für heute. Doch noch zu viele große dabei. Weil diese großen lassen sich schlecht in Gläser packen. Ich meine, sind jetzt schon wesentlich besser dabei, wesentlich mehr. Aber ich kann nicht ein Glas mit einer Gurke hier voll machen. Selbst wenn ich noch ein paar kleine dazwischen stopfe. Jetzt kommt es darauf an, wie lange die durchhalten. Weil es gibt kaum eine Kultur, die so schnell abbaut, wenn sie einmal krank ist. Zumindest bei mir, wo ich ja keine Chemie oder irgendwas benutze. Die so schnell abbaut wie Gurken. Also wenn die erstmal anfangen, und das ist ja schon zu sehen, dann sind die so ruckzuck fertig, die Pflanzen,
Es hat wahrscheinlich in diesem Jahr nur deswegen so lange gut gegangen, weil es recht trocken war. Alles in allem keine einfache Kultur. Wenn die, wie gesagt, ich prophezei Ihnen, in 7 Tagen, da ist da kaum mehr ein grünes Blatt dran. Ich weiß das, aus Erfahrung. Also muss ich sehen, dass ich bis dahin noch reichlich zusammenkriege. Das Einzige, was man damit machen könnte, wären Salzgurken. Aber die kann man schlecht lagern. Die sind nicht ewig lagerfähig. Ein paar Wochen vielleicht. Und sonst Schmorgemüse. Haben Sie eine andere Idee, was man mit solchen Dingern hier machen kann? Lassen Sie mich aber wissen unten in den Kommentaren. Dann nehme ich mir, bevor ich zu meiner Lieblingsarbeit übergehe, noch ein paar Mirabellen mit. Der Baum hängt in diesem Jahr wieder so voll. So viele schöne Mirabellen. Kaum eine Made drin. Also einfach nur toll. Ich kann Mirabelleneis schon nicht mehr sehen. Gut. Lieblingsbeschäftigung. Wir gehen mal rüber. Und wissen Sie, was das ist? Einfach hier an meinem Gartenrand sitzen. Die Wasserpistole rausholen. Und Gurken oder sonstigem Grünzeugs Wasser geben. Das ist so eine beruhigende Sache. Da könnte ich stundenlang sitzen. Das ist so bekloppt. Und ich zähle dann immer mit. Ich weiß genau, so 60 Sekunden ungefähr ist eine Kanne von 10 Litern. Oder ich stelle mir die Handyuhr. Und dann sitze ich hier und verteile Wasser. Auf, dass ich in den nächsten Tagen noch mal ordentlich ernten kann, bevor ich die Pflanzen komplett den Geist aufgeben. Am Blüten sind ja noch genug dran, wenn die noch weiter leben würden. So, das waren wohl wieder 10 Liter auf den Quadratmeter. 8 Minuten hier, 10 Minuten habe ich da drauf gehalten. Mal sitze ich hier, mal sitze ich bei den Melonen, mal sitze ich beim Kürbis. Das Einzige, was so gut wie nie Wasser bekommt, sind irgendwelche Blumen. Also am Anfang, wenn die wachsen sollen, wenn die loslegen sollen, dann kriegen die was. Aber danach eigentlich nicht mehr. So, wo gehe ich jetzt hin? Und so sieht ein Chinakohl aus, wenn man ihn nicht rechtzeitig erntet und kein Netz drüber liegen hat. Da müssen sich also eine Menge Kohlweißlinge dran versorgt haben. Ich bin mal gespannt. Ich gucke mal nach, ob da überhaupt selbst bei dem Alter noch irgendwas zu nutzen wäre. Weil irgendwann sind die überständig und dann fangen die an zu faulen. Das sieht nicht danach aus, als ob hier noch irgendwas zu nutzen wäre. Ah doch, so innen drin hätte man noch eine, oh, wer sagt's denn, bisschen Chinakohl wäre noch machbar gewesen. Nichts im Vergleich zu dem, was zur rechten Zeit geerntet dabei rumgekommen wäre. Also der wäre mit Sicherheit nicht mehr gut. Den werde ich jetzt an die Hühner geben. Und so ganz nebenbei. Wenn ich irgendeine Vorstellung von Gemüsegarten hätte, dann wäre das meine Vorstellung. Das ist jetzt fast Mitte Juli. Ich sage Ihnen, ach, ist das herrlich hier.
jetzt so in der Spätnachmittagssonne. Ich glaube, das kommt auf den Videos nicht so rüber, aber wenn sie hier stehen würden, ich kann Ihnen sagen, das hat was. Aber ich will jetzt hier keinen Gartenrundgang mit Ihnen machen. Ich wollte Ihnen das nur mal so zeigen, weil ich gerade wieder eine Sekunde Ruhe habe und mir das angesehen habe. Und ich finde das so faszinierend hier. Chicorée, Wurzelpetersilie, Möhren, Pastinaken, Dill, rote Beete, Bohnen, Sellerie, Kürbis. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich hier draußen bin. Aber jetzt denken Sie nicht, da würde keine Arbeit drin stecken. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie diese Serie, der ganz normale Selbstversorgerwahnsinn, wenn Sie die verfolgen, und das sind ja immer nur Stücke, kleine Ausschnitte, ich kann Ihnen sagen, da steckt eine Menge Arbeit hinter. Vor allen Dingen hier bei diesen kleinen Sachen, also bei einer Zucchini ist kein großes Problem, die freizuhalten oder eine Tomate, Unkraut freizuhalten. Aber hier diese kleinen Sachen, was meinen Sie, wie viele Stunden ich da auf der Erde herumgekrochen bin und Unkraut gejätet habe, bis das irgendwann mal so ausgesehen hat, wie es jetzt aussieht. Weil wir kommen jetzt wieder so in die Zeit rein, wo die Natur ein Füllhorn ausschüttet, was echt seinesgleichen sucht. Es ist unglaublich, was da an Nahrungsmitteln zustande kommt. Also nicht irgendwelche Chemiefabrik oder Industriefood, sondern richtige Nahrungsmittel. Also das, was die Natur vorgesehen hat für den Menschen zum Verzehr. Das ist sehr, sehr faszinierend. Und was machen all die Leute? Sie jetten irgendwo durch die Gegend. Ja, okay, habe ich auch gemacht. Aber da hinten, wir gehen gleich gucken, da hinten stehen, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Video gezeigt habe, hier Kohlköpfe. 24 Stück, glaube ich. Ja, glauben Sie, ich kriege nur einen einzigen davon weg. Ich meine, 24 Stück kann ich nicht verbrauchen. Das war einfach nur ein Spaß, dass ich die da gemacht habe, weil ich sie geschenkt bekommen habe. Aber will kein Mensch haben. Kein Mensch zu Hause. Aber das Gartenjahr lief ja bisher auch eigentlich ziemlich optimal. Bis auf das Spiel mit den Stangenbohnen lief das alles ziemlich optimal. Es war nicht ganz so heiß. Es war zwar trocken, aber man konnte das noch handeln. Also alles, was jenseits von 30 Grad ist, dann ist sowieso der Spaß vorbei. Aber wir hatten in diesem Jahr wirklich Krachmacher. Eigentlich ein ziemlich gartentechnisch, ziemlich optimales Jahr. Die Bäume hängen voll. Der Garten ist voll. Was will ich denn mehr? Schnell mal eine Tomate essen. Das liebe ich an dieser ganzen Gartengeschichte. Einfach hier durchzulaufen und da, wo was reif ist, wo man was essen kann, direkt zuzuschlagen. Das ist toll. Auch sehr wenig Maden im Obst, also bei den Mirabellen hinten keine. Bei den Pflaumen hier bisher noch keine gesehen. Was will ich mehr? War lecker, die Tomate. Das kann man richtig schlemmen. War nicht ganz so schlimm, wie ich das befürchtet hatte. Es sind einige Kulturen, die sind nicht mehr nutzbar. Chinakohl, Erbsen. Bestimmt noch einige andere. Pak Choi, Mini-Pak Choi hatte ich noch mal eine ganze Platte ausgesät. Aber ansonsten, der Zeitpunkt so Ende Juni bis 10. Juli oder 8. Juli war eigentlich gar nicht mal schlecht. Wenn ich jetzt sehe, Brokkoli, Riesendinger, 2-3 Tage noch, dann muss ich die ernten. Das wäre eine schlimmere Zeit gewesen. Gut gepackt. Noch mal gerade so am Desaster vorbeigeschlittert.
abonnieren, Like-Button drücken, ihren nächsten Amazon-Einkauf über dem oder dem von dem bei dem Kollegen von Selfbio, Sascha, bei burago.de, über den Link da unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen. Kannst du mir im nächsten Jahr Urlaub gönnen, ein paar Tage. Oder ich fahre im Winter weg. In diesem Sinne, bis demnächst. Tschüss.